Ah, riecht das nicht schön? Schön nach verbrannter Rüstung, nach verbrannten Reifen, nach verbranntem Leder. Und somit ist ein neuer Tag angebrochen und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Hunter World. Ja, ich dachte mir, ich bin schon mal hier irgendwie zur Schmiede gelaufen, weil ich noch was ändern mag. Wir waren ja in der letzten Folge damit beschäftigt, mit der, ich sag mal, mit der klassischen Armbrust ein bisschen was zu probieren. Und ich habe mich gefragt, wie stellt man was her? Perforation? Schüsse müssen wir mit Schnallenbeeren herstellen. Denn mit der Perforation 1 und Schießpulver Perforation 2 und so weiter. Und Schießpulver können wir hier auch übrigens mit Feuernüssen herstellen. Und die Erweiterungen dann mit Feuerkraut und irgendwelchen Schuppen, die wir wahrscheinlich später finden. Dann bin ich noch meine bisherigen Parts durchgesäppt, durchgesprungen. Und da habe ich gesehen, gleich am ersten, nee, am zweiten Part, ich würde den Dolchen gerne noch eine Chance geben. Weil wir haben ja hier das Problem mit der Geschwindigkeit. Wir hatten bisher immer langsame Waffen und, oh, hast du nicht gesehen? Wir probieren es jetzt mit Dolchen. Und ich dachte mir, wenn die schon sehr wenig Schaden haben sollten, was man jetzt klassisch sagen würde, macht's vielleicht die Geschwindigkeit wieder wett. So, schauen wir mal. Okay. So viel dazu. Ausrüstung ändern. Wir haben doch diese Klinge schon, oder? Schauen wir mal. Genau, Zwillingsdolche. Eins. Nehme ich richtig gerne an mich. Können wir die jetzt noch verbessern? Müssten wir eigentlich können, ne? Oh. Das sind eins. Wir können auf Stufe 2 gehen. Und kriegen da sogar noch etwas an Schaden raus. Machen wir. Oh, die sehen relativ klein aus. Oh. Oh. Zwillingsdolche 3. Kuloyaku. Oh. Die sehen ja auch nicht verkehrt aus. Kuloyaku Schädel. Schneidende Schnäbel. Oder Zwillingsdolche 3. Ah. Wir nehmen die schneidenden Schnäbel, oder? Wir haben Affinität 15% dadurch. Was das heißt, weiß ich nicht. Steht jetzt auch nicht irgendwie da. Aber wir machen die mal, weil wir es können. 1000 Zenny. Sehr gerne. Oh, wir können ja sogar noch weiter. Oh. Schneidende Schnee? Was das? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, dann sind wir jetzt mit schneidenden Schnäbeln unterwegs. Und 154, ja, klingt vielleicht nicht viel, aber ich will ihnen einfach mal eine Chance geben. Komm, wir geben ihnen einfach mal die Möglichkeit. Palico-Ausrüstung. Können wir da auch eine andere Waffe für ihn machen? Können wir. Wir waren ja bei Jagas. Oh, die Panzerung könnten wir jetzt sogar kaufen für ihn. Kulu Kulu. Lederhaut. Puke. Hui. Aloha Set. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen jetzt einfach mal die Rüstung, da wir es können. Kann man das auch abbrechen? Ach so, hey, wir können das sogar abbrechen. Sehr schön. So siehst du doch schon viel schnuckeliger aus, du kleiner Lümmel. Oh. Ausrüstung schmieden. Können wir uns vielleicht auch noch ja, krass. Wir können uns den Helm machen. Juhu. Wie auch immer der aussieht.
Ja, der sieht nicht so schick aus. Aber wir haben jetzt mal das Jagras-Set komplett und die Zwillingsdolche haben wir auch da. Wir gucken jetzt mal, wie schön wir damit eventuell umgehen können. Ganz ungewohnt jetzt so, den Kopf so frei zu haben. Okay. Achso, dann nehmen wir gleich die nächste Aufgabe an. Die Jagd nach dem Tobi Kadachi. Was auch immer das für ein ekelhaftes Mistvieh sein soll. Wir schauen einfach mal. Ah, vorher essen wir noch was. Natürlich. Mit Geld bezahlen, bitte. Gesund. Überraschung. Wir nehmen mal so ein Überraschungsgericht. Ja. Etwas Salz und einmal rumrühren und... Hey, Moment mal. Da fehlt noch was. Jetzt ist perfekt. Jetzt sind wir Jagras-Kollegen hier. Komplett mit Jagras-Sachen. Okay. So, Schnucki. Oh. Ich bin so froh, dass ich dich in die neue Welt mitgenommen habe. Ich kann nicht glauben, dass wir einen Drachenältesten fangen wollen. Und welcher Ort wäre besser als die große Schlucht mit all den steilen Klippen? Okay, Quest bekannt machen. Aufgaben. Fliegende Funken, Tobi Kadachi. Okay, hier sehen wir schon mal das Symbol. Dieser Tobi Kadachi kommt uns wirklich in die Quere. Ihr Jäger werdet mein Spezialwerkzeug nie bekommen, wenn ihr mich zum Abendessen verspeist. Okay, Stufe 3. Ah, klingt nicht gut. Machen wir. Und wir starten. Wo starten? Wir starten mal hier. Keine Gutscheine. Tö. Kleiner Lümmel, du. Abmarsch. Ich bin so aufgeregt. Neue Monster, neue Sachen. Das Abenteuer wartet. Und ihr habt nichts zu lachen. So. Hey, Partnerin. Ja, was geht? Okay, wir gucken mal kurz. Um ein Spezialwerkzeug zu verwenden, musst du es via Objektbalken ausrüsten. Die funktionieren wie normale Objekte. Allerdings kannst du sie nur für eine begrenzte Zeit nutzen. Wenn dein Werkzeug die Arbeit einstellt, sorge dich nicht. Es wird nach einer Weile wieder einsatzbereit sein. Hör doch mal auf. Oh, hier gibt es aber wirklich viel Geschnetzel, oder? Schaut mal, was ich auch geil finde. Im normalen Modus klingen vorne und im Dämonenmodus nach hinten. Nicht schlecht. Okay, sieht auf jeden Fall sehr schnell aus. Ich denke, wir sollten hier mit Schnelligkeit keine Probleme haben. Hoffe ich zumindest. Oh, Schnee hat ein schönes Objekt gefunden. Das freut mich. Hier, alles in Ordnung? Ja. Alles okay, ne? Alles wie immer. Ich würde das gerne mal testen. Tut mir leid. Eieiei, hör doch auf. Okay. Wir sind der Wirbelwind, der Tornado. Klingentornado. Hurricane Yui ist wieder aktiv. Okay. Gut. Jetzt schauen wir uns auch mal um nach diesem Kadachi hier. Kadachi? Dawachi. Schnatschi. Kraut. Kraut gefunden, was? Wieso habe ich das übersehen? Was soll denn das? Nadelbeere. Oh, erste Spur. Alte Fußspur. Oh, unten sehen wir schon, wir haben zwei Monster hier in der Nähe. Wir fixieren mal den Jagras. Brauchen wir den überhaupt noch? Eigentlich nicht. Anjanat.
Anjanat. Ich habe ihn immer Anjata genannt. Dung. Hier hat jemand hingeschissen. Oh, Dungkapsel. Wir machen mal, wo ist denn hier das Dung? Hä? Dungkapsel. Laden wir mal ein. Genau. Mal schauen, vielleicht bringt uns das ja irgendwas. So. Kommen wir unten am Strand? Da sind schon die Kestodons. Bräuchten wir eigentlich auch, ne? Wir können keine Kestodon. Wir können nur ein Kestodon-Teil machen. Habe ich zwar schon mehrmals erwähnt. Aber wir testen das mal. Ich komme. Was war das denn? Was ist denn mit dir? Ich habe euch doch gar nichts getan. Noch nicht. Eieiei. Was ist denn hier los? Hilfe. Oh Gott. Das schneidet ja wie durch Butter. Oh Gott. Ah, er nimmt schon an. Okay, der kleine Lümmel. Oh Gott, das ist ja aua. Das macht ja richtig aua. Wir schärfen mal. Oh, oh. Was geht hier ab? Was? Okay. Vielleicht haben wir die ganze Zeit irgendwas falsch gemacht. Aber in Schnelligkeit wohl kaum noch zu übertreffen. So. Okay. Tobi Kadachi. Also vom Symbol her sah es auch aus wie irgend so eine Wasserkreatur. Wasserkreaturen haben wir unsere Erfahrung mitgemacht. Nicht so schön. Besonders nicht, wenn ihr mit einem Dudelsack da rumlauft. Okay. Moment. Feuerkraut? Wo? Wo ist... Feuer... Ach, so sieht Feuerkraut aus. Das nehmen wir natürlich mit. Ah, hier ist nichts mehr. Okay. Feuerkraut. Sehr schön. So, dann schauen wir doch hier mal ein bisschen rum. Anjanat bleibt wahrscheinlich ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie gerade die Finesse dafür haben, dieses Vieh zu legen. Alte Fußspuren. Ich frage mich auch, ob die Monster im bestimmten Gebiet nur kommen oder ob die überall kommen können. Vielleicht sucht man dann immer am falschen Ort. Wer weiß. Was da? Ach, da geht's lang. Okay. Okay. Ich folge euch, Käferchen. Kein Problem. Pilze haben wir schon genug. Wir werden mal bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir draußen sind, alles verwenden und herstellen. Was wir herstellen können zumindest. Dass wir wieder frei sind und wieder was einsammeln können. Okay, hier geht's hoch. Tobi Kadachi, das muss aber ein seltenes Vieh sein. Habe ich hier noch gar nicht gesehen. Oder von gehört. Spüre das Monster auf. Ja. Wir sind wohl sehr nah dran, hä? Oh nee, oder ist das was Fliegendes? Bitte nichts Fliegendes.
Nee, oder? Das sind diese normalen Lümmel, die hier immer rumfliegen. Denke schon. Rauchnuss. Fußspuren. Das führt bis hoch in die Bäume. Oh oh, was haben wir uns hier eingelassen? Oh oh. Komm schon, irgendwas Fliegendes, oder? Hä? Es klettert? Oh, 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 hinter dir! Tobi, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das Strom? Oh, oh Gott! Ein Roundhouse-Kick! Oh. Komm zu dir, du Lümmel! Und noch so ein Kick, sehr schön! Und bloß nicht aufstehen, ne? Oh Gott! Trink, 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 trink! Immer schön trinken. Aha. Oh, nun dreh dich doch um. Kann ich mich hier hinstellen? Ja, sehr schön. Oh oh, du leidest an der Donnerpest. Sei vorsichtig, du kannst jetzt leichter betroffen werden. Oh Gott. Der hat nette Mechaniken, der Junge. Puh. Oh, 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 oh. Komm, weiche aus. Mhm. Oh Mann. Okay, runter hier. Nee, Moment. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir mal schärfen. Wow. Das ist ein cooles Vieh. Aber der kann es einen ganz schön besorgen hier. Können wir nichts herstellen? Keine Megatränke? Nein, shit. Okay, wir müssen damit klarkommen, was wir haben. Bleibt nichts. Na dann. Hier. Honig. Megatränke. Drei Stück gleich. Sehr schön. Oh. Da ist ja schon wieder der kleine Lümmel. Okay. Oh Gott. Komm schon. Ah. Oh. Puh.
bisschen Ausdauer, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Hampel doch nicht rum, mach was. Sehr schön. Oh Gott. Oh. Steh auf. Ah. Steh doch auf, du Stück Scheiße. Meine Fresse. Ja, sehr schön. Bloß nicht aufstehen. Oh Gott. Trink doch erstmal schön gemütlich. Ja, so schön. Oh Gott. Noch was zu essen? Oh fuck. Komm hierher, du Stück Mist. Oh. Ich kann, glaube ich, von Glück reden. Oh Gott. Der ist heftig. Der ist richtig böse. Richtig böse. Den geht's aber auch nicht mehr so gut. Wir brauchen Heilung. Ist hier noch ein anderes Vieh? Puh. Honig haben wir. Jetzt bräuchten wir nur noch so normale Kräuter. Der muss hier unten sein. Oder? Ja, doch. Nadelbeere. Grillspieß. Wir machen das mal schnell. Naja, blutiges Steak. Immer besser wie nichts, ne? Essen. Wir dürfen ihn nicht so schnell so lange erholen lassen. Allerdings müssen wir aber auch überleben. Da unten ist er. Kämpfen wir gegeneinander? Okay.
Komm schon! Jetzt holen wir uns diese Kleinen auch noch. Danke! Ja, lass dich hier noch durch die Gegend schmettern hier. Komm schon, verrecke doch! Herr Humpel. Komm schon. Das gibt's nicht. Na, ja, komm. Nee, 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 du bleibst hier. Du musst hier bleiben, mein Kleiner. Komm, 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 komm. Oh Gott! Boah, das gibt's nicht! Wie viel der aushält? Oh. Das gibt's nicht. Das ist nicht mehr normal. Nee, 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 nee. Genau. Oh. Du hast es geschafft. Gehen wir zurück und berichten es dem Chefbotaniker. Oh. Oh Gott. Oh. Oh Mann. Oh. Das war ein richtig ekelhaftes Mistvieh. Oh, gerade noch so. Aber gerade noch so. Zum Glück hat er weniger Schaden gemacht, desto schwächer er war. Also zumindest kam es mir so vor. Am Anfang haben wir echt gut schlucken müssen. Aber richtig, richtig geschluckt. Wie so ein Müllschlucker. Also die Waffe an sich kann ich jetzt, ich habe, also direkten Vergleich habe ich zwar schon, aber ich würde sagen, die hat es rausgerissen, oder? Die Schnelligkeit hat es rausgerissen. Puh, definitiv. Sehr schön. Alles nehmen. Ja. Tobi Kadachi. Krass, wie der da immer durch die Gegend gesprungen ist, von Baum zu Baum. Zum Glück konnten wir ihn da wegjagen. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr Probleme bekommen.
Gerade um den Dichtbereich, hier gehen wir dann zum anderen. Du bist einfach hammermäßig. Oh ja. Oh, werte Jägerin, ich könnte dich küssen. Dank dir werden alle Jäger in den Genuss kommen, unsere Spezialwerkzeuge nutzen zu können. Da fällt mir ein, ich habe den Samen eines uralten Baums gepflanzt. Mehr aus Neugier. Aber dieses Mal ist der Samen aufgegangen. Sie sind etwas Besonderes, denn sie greifen auf das umliegende Leben zurück, um zu wachsen. Und vielleicht ein wenig Dünger. Ich erspare dir die Details. Worauf ich hinaus will, gibt es Objekte, die du besonders oft benutzt? Vielleicht kann ich die Eigenschaften des Baums nutzen und ein wenig Dünger, um mehr von dem wachsen zu lassen, was du brauchst. Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Seht ihr, kaum kommen wir von irgendwas Harten zurück, werden wir gleich schon wieder gerufen, irgendwas zu tun. Ah, ist das anstrengend.